Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu Anno 1800. Mein Name ist der Ed und ich begrüße dich ganz herzlich. Schön, dass du wieder dabei bist. Und heute geht's los mit der Eskorte. Hoffe ich doch, wir sind doch hier. Stillgestanden, Herr Admiral. So, eigentlich können wir loslegen. Notfall-Evakuierung. Neue Ziele? Eigentlich könnten wir doch loslegen. Starten. Ihr dürft gerne starten. Wir haben uns doch genähert. Hi. So, kommt Leute, wir wollen loslegen. Eine Flotte. Okay. Auch meine Insel muss evakuiert werden. Es ist nicht mehr sicher dort. Ja, dann wir sind doch hier. Flotte geht auf Fahrt. Oder muss ich noch näher ran hier? Wir gehen mal weiter ran. Wir müssen die Schwachen schützen, wenn sie die offene See passieren. Ja, dann los. Auf geht's. Flotte beginnt Geleitschutz. Dann macht mal. Am besten jeder eins. Fregatte beginnt Geleitschutz. So, auf geht's und ich bin gespannt. Und dann schicken wir diese Möwe, wie auch immer, dann wieder auf eine neue Aufgabe. Wir müssen weiter vorankommen, was die Expedition noch angeht. Sonst wird's übel. Ja, dann gucken wir uns mal an, ganz in Ruhe. Nicht allzu viele Änderungen, hoffe ich. Oh. Ich habe mich einmal als Clown in einen Wanderzirkus eingeschlichen. Aber als der Ballon platzte, wurde meine Reportage den Verlegern zu bunt, um gedruckt zu werden. Immer noch kein Wirtshaus. In Ditchwater gibt es kein Wirtshaus. Oh, da müssen wir... Kein Problem. Unser Schriftsetzer bleibt so lange hier. Ah, das kostet zu viel. Ich werde wahnsinnig, ey. Die Menschen lieben sowas. Was ist auch zu viel? Ich kann nicht glauben, dass ich nicht von selbst darauf gekommen bin. Das würde gehen. Das sollte sie ablenken von... Wenn sie das für angebracht halten muss, werde ich es anordnen. War das jetzt schon Zensur oder bloß Politur? Wer kann es schon? Politur war's. Sie warnen ihre Leute vor der Bestrafung. Das ist sehr nobel. Ja, auf der einen Seite schmiert sie uns... Ich muss den Kleinen auch immer predigen, dass ihre Pfoten nichts im Honigtopf verloren haben. Ja, auf der einen Seite sagt sie uns, wir warnen unsere Leute, auf der anderen Seite ist sie dann aber auch unzufrieden, dass wir Propaganda machen. Also, oh oh. Noch. Sieht ja relativ okay aus. Wir haben ja auch ein Schiff mit einem Torpedo dabei. Das heißt, wir machen da auch mehr Schaden. Aber das hier... das ist nicht so gut. So, komm Leute. Wir müssen die Leute hier in Sicherheit bringen. Da haben wir Kanone hingebaut. Vielleicht mal Verteidigung mit aufbauen. Bin nicht gespannt, wie die Geschichte weitergeht. Was ist hier? Hier ist alles gut. Hier ist alles safe, in Ordnung. Was ist das denn hier? Keine Ahnung. Ich wollte ja hier weiter rüber, ne? Reicht nicht. Unglaublich. Reicht nicht. Ja, die Überfahrt war sicher. Hätten wir gar nicht beschützen müssen. Na gut. Ditchwater, das müssen wir uns mal merken. Da gibt es kein Wirtshaus angeblich. Kann ich mir gar nicht vorstellen. So.
alles safe, alles gut. Sehr schön. So muss das sein. Jetzt geht's wieder massiv runter. Das ist unglaublich, ne? Also so extreme Schwankungen. Ich weiß gar nicht warum. Boah, 11.000 Unterhalt alleine nur. Ich werde ihre Taten nicht vergessen. Dass wir sie gerettet haben. Okay, das ist schön. Freiheit ist so nah. Hilf uns, zu ihr durchzustoßen. Okay, retten Sie pyrophorische... Meine Besten wurden entführt. Ohne sie bleibt uns keine Hoffnung. Was sind das jetzt? Krieg ich mal ab hier, komm. Also, retten Sie pyrophorische Geiseln vom westlichen Gefangenenlager. Das ist da. Und da ist ein Schiff. Da sind zwei Schiffe. Das wird übel. Südlichen. Da sind auch welche. Und vom östlichen. Boah. Die Waldfee. Aber was ist denn... Wieso zieht der denn hier die ganze Zeit das hin? Das ist denn Blödsinn. Segel setzen! Sollst du doch gar nicht, Mensch. Ja, hör auf, die zu. Lotte bereit. Ich hoffe, dass die jetzt nicht hier irgendwie da. Ei. Du dahin und jetzt will ich hier was machen. So, langsam. Das brauchen wir hier nicht. Ich hoffe, dass die jetzt nicht irgendwie eine dumme Aktion starten. Fährt mir rein. Nicht, dass die jetzt da irgendwie auf dem Weg dahin gehen. Hi. Ich weiß nicht, wo die jetzt hin wollen. Wäre übel, wenn die da jetzt einfach da so hineiern, so kaputt wie die sind. Ich hoffe mal nicht. Kann ich die selbst steuern? Nee, kann ich nicht. Wir können tagsüber einladen und... Ja, bewegt euch, Leute, bewegt euch. Man kommt nicht dazu, jetzt weiter zu bauen. Das ist übel. Und ich hoffe, dass die jetzt nicht irgendwo hineiern. Eine reine Selbstmord-Mission oder so. Und das sieht doch jetzt einigermaßen gut aus. Arbeitskraft kommt. Da hauen die jetzt ab. Ich weiß es nicht. Neue Ziele. Lotte unterwegs. Westlichen, da unten. Da ist das nächste und da ist das. Okay, nee, die machen nichts. Das heißt, wir müssen sie selber ranholen. Dann bewegen wir uns Lotte mal dahin. Geht auf Fahrt. Drei Schiffe. Muss reichen. Clipper, Clipper, Schoner. Kanonen, Kanonen. Okay. Es mangelt an Arbeitskraft. Wo denn? Hier. Immer noch. Meine Güte. Das war auch. Na gut, dann machen wir hier noch welche hin. Dann machen wir halt noch welche hin. So gut es irgendwie geht. Ah, hier wird es immer weniger. Schiff unter Beschuss. Moment. Das müssen wir nochmal wegmachen. Schiff ist unter Beschuss, das ist nicht gut. Eins, wo sind die anderen?
Wieso ist der eine so weit vor? Wir müssen flink sein, aufbruchbereit, jederzeit. Der Admiral. Spielstand gespeichert. Wieso? Fährt der so schnell voraus? Der soll warten hier. Ist der bescheuert? Wir müssen zusammenbleiben. Ja, macht's mal kaputt hier. Sieht gut aus. Lotte legt ab. Ich weiß, dass es noch nicht vorbei ist. Schiff unter Beschuss. Wo? Da ist noch einer. Oh. Ja, wir müssen uns jetzt treffen zu dritt. Wir wollen ja unsere Leute holen. Lotte erwartet Befehle. Trefft euch mal. Gehört dieses Land ihrer Königin oder darf ich... Nein, du darfst nicht. Das ist meins. Ihr Verhalten wirkt fremdartig auf mich. Ist mir egal. Interessiert mich nicht. Lotte bereit. So, jetzt mal. Hier ist was. Hier ist eine Menge los. Wir gehen mal von der Seite aus ran. Könnte das da bitte meine neue Glücksinsel werden? Nein. Die schlimmste Form von Wibbliismus. Lotte erwartet Befehle. So, gebt Vollgas. Ihr fahrt bitte zusammen. Ich brauche die Power von euch dreien. Wir führen jetzt Krieg. Wir müssen die Leute holen. Und das wird noch problematisch genug. Ich gebe mal so lange Vollgas. Gib Gas, Leute. Kommt. Das ist echt übel. Die Schwankung ist echt pervers. Kann ich mir nicht erklären, warum das jetzt... Jetzt geht's wieder hoch, ein bisschen runter, wieder hoch. Also das ist unglaublich. Ich kann mich jetzt aber nur um eins kümmern. Alter. Was ist denn jetzt los? Na, warum ist das jetzt so übel, ey? Diese Schwankung kann ich mir nicht erklären. Das verstehe ich nicht so ganz. So, aha. Da ist was. Mal ganz kurz. Na, warte. So, zack. Jetzt sind wir mit drei Schiffen hier und jetzt müssen wir aufpassen. Entweder schleichen wir uns dran vorbei oder wir ruppen die weg. Bereit. Wobei ich aber, glaube ich, dafür wäre, dass wir die wegruppen. Dann haben wir Ruhe. Wenn wir können. Patrouillenschiff. Flotte erwartet Befehle. Mit ein bisschen Glück. Schleichen wir uns dran vorbei. Also das wird jetzt hier eine haarige Aktion. Weg damit. Hi. Ich hätte ganz gern hier schon ein Linienschiff gehabt, aber es geht anscheinend nicht. Ah. Eins, zwei, drei. Oh, hier ist echt viel los. Lotte segelt in Formation. Na, dann mach mal. Wir wollen die Leute hier holen. Okay, wir werden kämpfen müssen. Lotte legt ab. Oder? Ne, geht, 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 geht. Mit ein bisschen Glück holen wir die uns so raus. Lotte segelt in Formation. Ja, okay, der wird jetzt aber aufmerksam werden. Lotte unterwegs. Kann ich nicht angreifen. Lotte segelt in Formation. Das ist ein feiner Zugriff. Okay, haben wir. Lotte bereit. Da hinten sind noch welche.
Beziehungsweise hier sind auch noch irgendwo welche. Wo sind die denn? Komm schon. Wo sind die hier? Hier. Lotte unterwegs. Hol dir das. Ich kann ihn nicht angreifen. Leinen los. Okay, die haben das. Wir haben ja nichts gesagt, wir sollen es unerkannt machen. Wir sollen ihn ja nur retten. Also mache ich das jetzt. Stillgestanden, Herr Admiral. So, marsch, marsch, kommt, Leute. Wir haben noch zwei Leute zu retten. Es muss ja machbar sein. Auf dieser Insel, Gefangenenlager, ist schon echt übel. Hier bei minus 500, das ist... So, komm. Lässt dich nicht lumpen. Ja, die haben wir auch. Jetzt dahin. Wirkt es mit Vollgas. Ich drück mal auf den Schalter. Dass wir hier schnell durchkommen. Ah, da ist Patrouille. Oh cool, das Vögel, die hier rum, Papageien. Geil. Ah, diese kleinen Details, einfach nur herrlich. Okay, und jetzt? Ich bin dankbar für alles, was Sie für uns erreicht haben. Okay, an den Leuchtturm. Okay, dann mal los. Flotte geht auf Fahrt. Dann macht mal. Auch mit Vollgas. Bin gespannt, wie die Geschichte halt weitergeht. Mal, es ist... eine interessante Geschichte. Ich wünschte, die wären ein bisschen schneller. Aber bis jetzt ist ja alles ruhig hier. So. Wie sieht's denn hier aus? Mittlerweile haben wir das hier im Griff. Volles Lager. Okay. Volles Lager bedeutet, wir können upgraden. In Ordnung, denn wir müssen ja auch zusehen, dass wir hier weiterkommen. Wir müssen hier auch Nahrung anbauen. Das würde ich, glaube ich, ganz gerne hier auf der Seite noch machen. Oder hier. Machen wir auf normale Geschwindigkeit. Schiffe segeln ja weiter, ist ja kein Problem. Aber Fischöl brauchen wir. Na komm. Oh, really? Oh mein Gott. Okay, Fischöl, 30 Sekunden. Fürs Fischöl jeweils. Okay. Die brauchen auch 30 Sekunden. Das heißt 1 zu 1. Und die Küche auch. Alles 1 zu 1. Okay, das ist in Ordnung. Damit können wir arbeiten. So, Bananenplantage. Kleine Fische müssen darauf achten, mit wem sie schwimmen. Ja, ja. Ist okay. So, Bananenplantage. Apropos Schiffe. Noch weit weg? Na, geht. So. Wie gesagt, die brauchen ja auch Futter. Hm.
heißt, wir brauchen noch mal ein paar Häuser. Gibt's hier noch mal mehr Häuser? Ich brauche noch eine zweite Bananenplantage, bitte. Mit Feldern. So, ich gucke mal, dass wir den Platz hier so ausnutzen, wie es geht. Es reicht sogar, sehr gut. Na, nicht hundertprozentig optimal, aber okay. Da geht nichts. Das geht. So, gut. Das heißt, jetzt haben wir auch das. Jetzt fehlt uns noch die Küche. Können wir aber auch noch mit hier hin machen. Das einzige Problem ist, was wir jetzt haben, sind halt, dass wir nicht genug Leute haben im Moment. Aber das kriegen wir hin. So. Bis dahin können wir. Können wir hier rüber? Ja, geht sogar. Sehr gut. Sind Sie wirklich bereit zum Totentanz? Boah, warum willst du jetzt Krieg? Bist bescheuert? Enchanté. Sie haben es sicherlich längst kommen sehen. Bist du bescheuert? Ei. Wo bist du denn? Wo sind meine Schiffe? Ja, komm. An die Segel und Brassen. Leute, warum geht denn das jetzt nicht automatisch? Ach, da hinten müssen wir hin. Oh. Koordinaten an. Kriegserklärung gegen uns. Die herrschenden Mächte haben sich zum Krieg entschlossen. Die Anwerbung hat begonnen und Leben werden riskiert, um unsere Werte hochzuhalten. Einheit und Ordnung zu wahren und der Gefahr zu begegnen. Die Zeit wird uns sagen, ob der Entschluss ein kluger war. Eieieiei, nicht gut. Diplomatie, vielleicht können wir ja nochmal was machen. Verträge, Aktionen. Setzen Sie Ihr Schmierfett etwas sparsamer ein, ja? Waffenstillstand. Ich habe selbst noch ein paar Trümpfe auf der Hand. Ja, gut. Ich habe Frau und Kind. Gut, alles klar, da kriegst du halt dein Geld. Oh, der ist aber auch mies drauf hier. Den müssen wir auch mal was. Sie sind gütig. Mal ein bisschen was machen. Da hast du recht. Eigentlich brauche ich gar kein. Wie reizend von dir. Ja, so bin ich. Ich bin reizend. Gut, die Jungs, Boys und Girls fahren jetzt da rum. Bis die dann endlich mal da sind. Hier. Geht's jetzt voran? Plus 17, das ist in Ordnung. Alles abgedeckt, außer kein Lagerhaus. Die Insel eines Konkurrenten wird belagert. Das ist mir egal, was die da treiben. Hauptsache, wir kommen hier voran. So. Was wir hier auf jeden Fall brauchen, ist Verteidigung auch. Geschütze. Ah, noch ein paar Dinger. Den Reparaturkran nehme ich aber auch ganz gerne, glaube ich, noch in Kauf. Depot nehmen wir auch noch. Bauen wir aus. Wir haben hier die Fruchtbarkeit für Perlen, ne? Perlen könnten gut was bringen, glaube ich. Für 1,30. Fehlende Fruchtbarkeit, ich dachte, hier ist das. Zuerst dachte ich, du wärst ein Spion der Königin. Jetzt weiß ich, dass dein Herz am rechten Fleck ist. Wieso ist hier fehlende Fruchtbarkeit? Ist doch da, Perlen vorkommen. Oder?
Nee. Goldvorkommen. Perlvorkommen. Ölquelle, ja. Wir bleiben alle zusammen. Das ist unsere einzige Chance, um zu überleben. So, sehr gut. Euphorische Schiffe nähern sich. Ich stand ihnen nie von Angesicht zu Angesicht gegenüber. Mein Herz klopft bis zum Hals. Isabel hat wohl vergessen, welche Strafe auf ihrem Gehorsam steht. Jetzt das Urteil vollstrecken, das wir später vorgesehen haben. Jetzt haben wir, aber auf der anderen Seite ist, glaube ich, noch was. Ja. Die Zukunft der Bewegung ist gesichert. Das haben wir dir allein zu verdanken. Ja, jetzt muss ich aber meinen eigenen Hafen, glaube ich, schützen. Weshalb zeigt uns Isabel nicht endlich den Vertrag zum Prosperity-Verkauf? Da stimmt doch etwas nicht. Flotte segelt in Formation. Der Vertrag? Er ist fort. Die Pyrphoria müssen ihn während des Angriffs gestohlen haben. Wie konnte ich ihnen nur so auf den Leim gehen? Na toll. Dafür müssen wir jetzt extra eine Expedition machen. Oh Gott. Ich hab da Pläne für neue Expeditionen aus Baldowat. Dann schauen wir mal. Der ich Vertrag. Ich bin bereit. Die Viper. Admiral Kaulitz. Ist ein Clipper. Brauchen wir nicht. Fische, Immunitätsbrief, Teleskop. Kein böses Erwachen in Sicht. Navigation ist super. Jetzt heißt es schauen. Bananen. Okay, bringt was. Jetzt braucht man noch jede Gabe. Dafür wäre Alkohol geil. Heilkunst, Kampfkraft. Was braucht man denn für Kampfkraft? Luxus, Rohstoff. Was braucht man denn für die Kampfkraft? Rohstoff. Ja, das ist gut für den Dings. Zusätzliche Rationen. Kaffee. Was steigert denn für uns die Kampfkraft? Redegabe, das wären hier Zigarren, die ich nicht habe. Zwischenprodukt, Heilkunst. Was ist denn zusätzliche Rationen? Rum, Jagdglück. Heilkunst? Ich bin zuversichtlich, dass wir es jetzt haben. Ja, ja, gleich. Nicht drängeln jetzt. Baumaterial, Jagdglück, Rohstoff, Redegabe. Ja, Bier wäre super. Aber die kriegen wir nicht so leicht. Heilkunst? Geschick. Schick, Geschick. Aber ich sehe nichts, was für die Kampfkraft spricht. Das hier? Gefechtskunde. Ne, das bringt's nicht. Was bringt denn das? Schick. Also ich sehe nichts, was uns irgendwie Kampfkraft gibt. Das will schon was heißen. Zwischenprodukte. Redegabe, da wäre Eik natürlich toll. Heilkunst. Jagdglück, zusätzliche Rationen, Glaube. Bringt Brot. Jagdglück. Fen, Heilkunst. Quarzsand, Jagdglück.
Geschick haben wir auch nicht. Spielstand gespeichert. Ja, viel mehr haben wir nicht, ne? Geschick hätten wir noch, aber... Wir probieren's. Wir probieren's mit der. Der Rest bleibt erstmal hier. Und wie das hier weitergeht, liebe Freunde, das alles und noch vieles, vieles mehr im nächsten Part von Anno 1800. Bis dahin bin ich raus. Macht's gut. Ciao, ciao. Euer Ed von edgaming.tv. Bye, bye.